liebe Geschwister, liebe Freunde, hier kommt ein neuer Input von Life Unlimited, weil das Leben mehr ist. Ich heiße Julia. Dies ist der Tag, der Herr gemacht hat. Lass uns freuen und fröhlich sein. Vielleicht fällt dir nicht leicht, diese Freude zu haben. Vielleicht hast du Angst. Vielleicht hast du Sorgen. Vielleicht hat dich jemand verletzt und du sorgst dann, wie das weiter ausgeht. Wie bewältigt das alles? Vielleicht sorgst du um, wie kann ich diese Aufgabe alle in einem Tag erledigen? Vielleicht sorgst du um dein Kind. Vielleicht, da gibt es so viel Sorge. Vielleicht sorgst du um Essen, was du essen wirst oder was du trinken wirst oder was du anziehen wirst. Aber ich habe eine gute Nachricht für dich. Wahre gute Nachrichten, lebendige Nachrichten, weil Gottes Wort ist ein Wort, das Leben bringt. Und ich möchte Matthäus 11, 28 vorlesen, da Jesus sagt: Kommt alle her zu mir, die ihr euch abmüht und unter eure Last leidet. Ich werde euch Ruhe geben. Jesus ruft dich, dass er dir diese Ruhe gibt, dass er dir Freude gibt. Freude an unsere Herrn ist unsere Stärke. In Matthäus 6, 24 bis 26 möchte ich euch vorlesen. Niemand kann zwei Herren zugleich dienen. Ihr werdet den einen vernachlässigen und den anderen bevorzugen. Ihr werdet den einen treu sein und den anderen hintergehen. Ihr könnt nicht beiden zugleich dienen, Gott um dem Geld. Darum sage ich euch, macht euch keine Sorge um eure Leben. Ob ihr etwas zu essen oder zu trinken habt und um euren Leib, ob ihr etwas anzuziehen habt. Das Leben ist mehr als Essen und Trinken und der Leib ist mehr als Kleidung. Sieht euch die Vögel an. Sie sehen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln keinen Vorrat. Aber euer Vater im Himmel sorgt für sie. Und ihr seid ihm doch viel mehr wert als Vögel. Gottes Wort sagt, lass deine Sorge alle zum Gott geben. Gott möchte dich versorgen. Er möchte dir das geben, was du brauchst. In 1. Petrus 5 und Vers 6 und 7 beugt euch also unter Gottes starke Hand, damit er euch erhöhen kann, wenn der Zeit gekommen ist. Alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Alle eure Sorgen, alle, was du hast, kannst du Gott werfen, dass er für dich sorgt. Das ist sein Wille, für dich zu sorgen. Wenn du deine Sorgen nicht Gott abgibst, das ist Unglaube. Du glaubst nicht, dass Gott dich versorgen kann. Und Gottes Wille, dass du Gott vertraust, dass du glaubst. Und dadurch, wenn du deine Sorgen an ihn gibst, wirst du Gott ehren, weil er wird für dich sorgen. Er wird geehrt als Vater, der dich versorgt.
Jesus ist gekommen, in die Welt uns zu befreien, uns das Leben geben und Leben im Überfluss. Er sagt, komm her zu mir. Er möchte diese Last von dir nehmen. Und ich wünsche dir einen gesegneten Tag. Lass deine Sorge alle abwerfen und vertraue Gott, dass er für dich sorgt.